Die Geschichte der Welt ist eine Geschichte voller Gewalt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Dieses Credo der Assassinen gilt nicht für alle Spieleverfilmungen. Denn trotz guter Voraussetzungen schaffte es eine nach der anderen, Fans immer wieder zu enttäuschen. Dem wollte Ubisoft mit dem neuen Werk und einem üppigen Budget ein Ende setzen und vermag dies auch in einigen Aspekten. Grundlegend dürfte die Story vielen Fans der Videospiele bekannt vorkommen. Diese ist dabei in Rahmen- und Binnenhandlung aufgeteilt. In der Rahmenhandlung befinden wir uns in der heutigen Zeit auf den Spuren von Lynch, der von einer Organisation festgehalten wird, um die Erinnerung seiner Vorfahren zu durchleben, um ein besonderes Objekt für sie zu finden. Dafür benutzen sie eine hochmoderne Technologie namens Animus, die unseren Charakter in das 15. Jahrhundert befördert, wo er als Assassine die Vorhaben der Templer vereiteln muss. Die Rahmenhandlung wird dabei interessant und spannend dargestellt und Michael Fassbender glänzt mal wieder mit dramatischen Emotionen, was er zuvor schon in vielen anderen Filmen unter Beweis gestellt hatte. Währenddessen mimt Marion Cotillard, die unnahbar kühle Wissenschaftlerin, eine Rolle wie für sie maßgeschneidert. Sonst bedarf es bei den restlichen Charakteren keinerlei großer Erwähnung, denn diese überlassen das Feld weitestgehend unseren beiden Protagonisten. Ein Aspekt, in dem Assassin's Creed über alle Maßen punkten kann, ist das gesamte Setting und Aufmachung beider Handlungen. Das Labor wirkt zugleich steril, düster und dürfte gerade Anhängern der Spieler ein vertrautes Gefühl geben, denn dieses wurde den ursprünglichen sehr gut nachempfunden. Eine Neuerung gibt es dabei beim Animus, denn durch diesen kann Michael Fassbender die Bewegung seines alter Egos hautnah miterleben, was in vielen Kampfszenen sehr spektakulär aussieht. Die Präsentation der Binnenhandlung setzt allerdings für zukünftige Spieladaptionen neue Maßstäbe. Die Kämpfe sind in Abläufen, Bewegungen und generell im Stil sehr nah an den Spielen und lassen Fans das Herz strahlen. Man hat einfach Lust auf mehr und will am besten noch im Kino zum Controller greifen und die Reihe noch einmal von vorne durchspielen. Die Binnenhandlung ist dabei allerdings auch der größte Schwachpunkt des Films, denn Handlungen muss man hier wirklich im weitesten Sinne fassen, um dies unter die Definition noch mitzunehmen. Die Animus-Ausschnitte sind relativ zusammenhangslos und eine Auseinandersetzung mit den Charakteren in der Vergangenheit sucht man vergeblich. So entsteht leider keinerlei Charaktertiefe des Assassinen in Spanien Aguilar. Dies ist sehr schade, da Assassin's Creed dabei viel Potenzial vergibt, Zuschauer in die Welt von damals eintauchen zu lassen, wie es bereits viele Millionen in Spielen genießen konnten. Dabei hilft auch nicht die Tatsache, dass sämtliche Dialoge in Spanisch vertont wurden. Dies hätte man sich auch komplett sparen können, denn die Untertitel lenken nur von den authentischen Kostümen der Darsteller und der Szenerie ab. Insgesamt ist Assassin's Creed eine solide Verfilmung. Natürlich hätte man sich gerade von den Geschichten in Spanien wesentlich mehr Filmanteile gewünscht und für Zuschauer, die sich noch gar nicht mit dem Assassin's Creed-Faniversum auseinandergesetzt haben, kann die Geschichte etwas verwirrend sein. Für Fans der Spiele kann man allerdings eine Sichtung wärmstens ans Herz legen. Kampf- und Parcours-Themen sind in einer großen Detailliebe den Spielen nachempfunden und dies macht einfach Lust auf mehr. Es bleibt zu hoffen, dass diese in weiteren Verfilmungen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Auf der Seite der Pros steht, dass die Rahmenhandlung sehr spannend gestaltet ist und Kampf- und Parcours-Szenen überragend im Spiel nachempfunden wurden. Michael Fassbender und Marion Cotillard Schauspielern herausragend. Dem entgegen steht auf der Kontraseite, dass die Binnenhandlungen eigentlich nur aneinandergereihte Action-Szenen sind. Die Übersetzung der Dialoge wäre alles andere als verkehrt gewesen und manchmal ist ein hektischer Wechsel zwischen Animus und Mittelalter-Szenen etwas störend. Deswegen geben wir insgesamt 7 von 10 Fanraketen. Was Sie gleich sehen, hören und fühlen, sind die Erinnerungen Ihres Vorfahren, der seit 500 Jahren tot ist. Was wollen Sie von mir? Ihre Vergangenheit.